So, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Mole Mania. Wir sind immer noch hier in diesem ganz komischen Level und ich weiß gerade gar nicht, was ich machen wollte. Das finde ich schlimm. Achso, ich wollte dich auch überwerfen. Richtig. Gut, da oben müssen wir durch. Ich mache hier mal ein Loch rein. Das sollte nicht stören. Ach, aber erst einmal... Oh, das meine ich. Wir haben uns schon verbaut. Okay, und das Ganze jetzt machen. Wir müssen erst hier durch, denn wenn wir hier das Fass reinwerfen, kommen wir da nicht mehr durch. Das ist genau das meine ich mit den Fässern. Da muss man sehr gut mitdenken. Ah, und wir kriegen ein halbes Viertelherz wieder. Ja, sehr gute Idee. Zack, 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 zack und zack und rein und bitte warten. Gut, raus und komm her. So, nun sollte es auch funktionieren. Dann würde ich jetzt da rüberwerfen. Dann... Ne, kommen wir da oben raus, das ist einfacher. Zack. 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 Hier durch. Hier lang. Hier raus. Und dich umbringen. Gut. Und dann dich noch wegschieben. Ne, wir müssen dich noch ein bisschen weiter wegschieben. Jetzt wegschieben weiter. Dann hier hin. Zack, 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 zack. Und fertig. Nächster Raum ist abgeschlossen. So, was haben wir hier? Erstmal ein paar Löcher. Ne, erstmal den Kohl. Den vergesse ich sonst wieder. Da hinten haben wir den Satelliten. Ist ja mal... Ach, die Karte haben wir noch nicht, okay. So. Da ist die Tür, da ist das Gewicht, da ist die Kugel. Das Rätsel ist leicht. Das Rätsel ist zu leicht, mein... Aha! Ich wusste doch, das ist etwas komisch. Ich wette, wenn ich das Gewicht da jetzt wegschiebe, hilft uns das herzlich wenig. Wir müssen in die Richtung schieben, wenn ich mich nicht irre. Das wollen wir dann auch gleich mal tun. Ach, und dann brauchen wir hier nicht das Fass, richtig. Ich weiß doch irgendwo, wofür wird das wohl zu gebrauchen sein. Wenn dich... Lalalala. Muss dieser komische Sumo-Ringer da jetzt quer durch die Gegend laufen? Und tschüss. Gut, dann machen wir hier ein Loch rein. Hier hin. So, jetzt kannst du uns nicht mehr nerven. Zack. Zack. So, der Rest sollte quasi von alleine laufen. Hoffe ich mal. Halt. Okay, da kommen wir noch raus. Ja, das muss man bei den Fässern halt immer bedenken, ob man da jetzt noch rauskommt oder ob man da jetzt festsitzt. Aber hier haben wir die Möglichkeit, rauszukommen. So, dann können wir hier nicht lang. Und dann zu dem Loch da ganz hinten. Und fertig. So, Raum auch abgeschlossen. Und... Ah, alter Opa. Baum, baum. So, was sagst du uns? Ja, die Puzzle werden härter. Ja, und wir sollen unser Bestes geben. Was Hooting heißt, weiß ich jetzt nicht. Ich finde diese Statue einfach zu komisch. Da ist Kohl. Juhu, ist hier mal was Neues. Ach so, vielleicht sollte ich... Zack. Zack. Und dann hier erstmal... Nee, erstmal lesen, was das Schild da sagt. Ach so, das erklärt uns die Rohre. Richtig, wir haben jetzt die Rohre. Das sind die Bogenrohre, also die Kurvendinger. Wenn wir den Ball da reinwerfen, rollt er durchs Rohr und biegt einfach ab. Werden wir gleich sehen. Wir können die Rohre übrigens auch schieben und ziehen. Das ist kein Hindernis. Zack, zum Beispiel. Wobei ich glaube, ziehen nicht mehr, oder? Nee, hier geht nur schieben. Ist genauso wie mit den Gewichten auch, nicht anders. Also gleich irgendwie ordentlich drüber nachdenken, was wir mit dem Rohr jetzt eigentlich wollen. Dann geht das auch.
und tschüss. Peng. So, das ist die Eigenschaft der Rohre, wie ihr gerade gesehen habt. Und Fische. Fliegende. Ah, die Karte endlich. Ich will mich jetzt mal zurechtfinden. Gut. Jupp, ihr seht, wie groß die Karte schon geworden ist. Und die wird halt jedes Mal größer. Und wir haben gerade mal einen kleinen Teil aller bisherigen Räume gesehen. Da hinten ist das Bonus-Level. Okay. Na, das wird ja ein schönes Stück Arbeit noch. Erst recht, weil die Tür auch noch in die andere Richtung geht. So. Ich wusste, du kommst da gleich wieder vorbei. Und tschüss. So, was machen wir hier jetzt? Das Ding sieht mir aus, als müsste es da hinten, also hier rein. Jupp, das ist auch richtig soweit. Zack, wofür wir jetzt das Fass brauchen sollten, weiß ich nicht. Ach ja, Fässer rollen übrigens auch durch Rohre. So komisch das jetzt sich auch anhören mag. So, erstmal den Kohl da weg. Zack, und glücklich. Was haben wir hier? Erstmal ein Graben. Da hinten geht's weiter, also gehen wir doch erstmal durch. Und dann ist hier... Ah, und hier ist der Trank. Und wieder rein und dann ist da hinten noch was, aber da kommen wir derzeit noch nicht ran. Und hier, ja, ist die Kugel. Dann kommen wir hier raus, schmeißen schnell den Kohl weg. Dann haben wir eh nicht viel Auswahlmöglichkeiten. Das hier ist gar nicht so schwer, glaube ich. Autsch. Ja, wenn du dich mal fertig in den Kopf gestoßen hast. Nein, ich glaube, das war nicht so schwer. Das war... Zack. Zack. Zack, zack. Zack. Und dann zack. Und den müssen wir auch da hochkriegen. Und mit dem anderen müssen wir warten, bis wir den wegschieben. Also erstmal hier wieder rein, dann wieder zurück. Da war ich jetzt den Fehler. Wie komme ich da jetzt wieder durch? Ach. Okay. Ich habe das hier alles total falsch gemacht. So, erst einmal gehst du weg da. Dann graben wir uns hier hinten ein, kommen hier wieder raus. Lassen uns von dem Knilch da gleich nicht stören, sobald er hier wieder vorbeikommt. Sondern werfen ihn auch ab. Peng. Und nun können wir die ganze Anlage hier installieren. Erstmal hier raus, dann dich da reinschieben. Und dann... Zack. Da habe ich doch schon wieder einen Fehler drin. War schon wieder ein Fehler, richtig. Oder... Nee, ich komme da ja nicht mehr raus. Nee, da ist noch ein Fehler drin. Also wieder beide umbringen möglichst. Kaputt. So. Und dann wieder hier eingraben. Hier wieder rauskommen. Auf den Typen warten. Ich beschleunige das Ganze mal. Abwerfen möglichst. Noch getroffen. Und nun muss ich schauen, wie es jetzt war. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Zack, 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 zack. Dann schiebe dich ein nach da. Zack, 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 zack. Zack, zack. Kann ich mich hier nicht auch eingraben? Das ist öde. Dann muss ich hier wieder raus. Muss den Ball wieder zurückwerfen. Also die Kugel, wie auch immer ihr das nennen wollt. Dann dich da rein. So, nun sollte es aber funktionieren. Ach, das macht mir das eigentlich zu kompliziert.
Wir könnten die Anlage jetzt ganz kompliziert ausbauen. Also irgendwie... Okay, ich sag's mal so. Wir könnten uns hier jetzt hinstellen und den Ball direkt reinwerfen. Und ich glaube, das ist auch die ziemlich einzige Möglichkeit, die uns bleibt. Ich glaube, es ging auch anders, aber... Das ist mir jetzt auch sowas von Latex eigentlich. Hauptsache, ich komme hier endlich mal weiter. Und noch mehr Rohre, juhu. Hätte ich mir das auch anders denken können. Mach sie an. Wir kommen nur von da hinten rein. Okay. Wenn uns dann also der Knecht da hinten nicht mehr stört, dann kommen wir hier auch weiter. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Und tschüss. Und dann hier lang, hier rein, hier durch, aufpassen auf die komischen Summeringer. Ach, verdammt. Ich hasse das. Halleluja. Aber dann will ich garantiert reinkommen, ne? Ja. Ich wusste es irgendwie. Ach, sag mal, hat er sich bald entschieden, wo er denn lang will? Und jetzt mache ich das mal ganz einfach. Ach, du läufst hier lang, oder was? Ja, das habe ich ja gern. Zack, 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 zack. Dann schiebe ich dich da mal lang. Komm hier ordentlich noch durch. Und tschüss. Problem gelöst. Erst einmal. Der kommt hier rein. Dann schieben wir das Röhrchen dahin. Und... Was passiert eigentlich? Achso, ja, wir können es so nicht reinschieben. Wir müssen schon reinschießen. Und tschüss. Peng. Gut. Wo sind... Ja, was Besseres... Das Besseres konnte mir jetzt auch echt nicht einfallen. Hin und her mal wieder. Geht kaputt und gib mir ein halbes Pferd. Oh, natürlich nicht. Könnte durchaus sein, dass wir, jetzt erstmal sehen, wie es aussieht, wenn ich sterbe. Der muss da lang... Kann jetzt was werden. Ich glaube, so schwer ist das Ganze aber auch gar nicht. Wenn ich hier jetzt rauskomme, dich da reinschiebe und dann erst dich da rein. Ach, das ist doch Schwachsinn, was ich da gerade produziere. Dann drücke ich dich da nicht weiter rein. Da gehst du nämlich nicht mehr auf den Schnall. Ah, nee, wartet. Das machen wir einfacher. Gut, ich hoffe, das funktioniert jetzt auch alles so, wie ich mir erhoffe. So. Also erst dich da rein, dann kommst du da raus. Dann dich hier rein. Achso, ich glaube, das geht nicht, ne? Nee. Da habe ich mal wieder nicht aufgepasst. Aber das können wir wenigstens noch retten. Wenn wir jetzt nämlich... Ach, dann können wir da aber nicht mehr raus, ne? Oh, ich so was hasse. Wie war das denn jetzt noch? So, okay. Ich habe den Fehler. Nee, nochmal falle ich nicht darauf rein. Ich bin einmal drauf reingefallen, das hat mir gereicht. So, was will ich jetzt? Ich möchte wieder nach da ganz hinten. Denn hier müssen wir erstmal in dieser Ecke da hinten dich da lang schieben. Und dann müssen wir nämlich... das Ding hier ganz hinten nehmen. Das war jetzt gottverdammt nochmal sehr, sehr knapp. Meistens zählt sowas nicht noch als Treffer. Da hatten wir jetzt echt nochmal gottverdammt viel Glück gehabt. Also brauchen wir doch alle Rohre.
Was will ich jetzt genau? Möchte dich... Ah, verdammt. Ja, so möchte ich dich da reinhaben. So. Und nun möchte ich den Ball mal losrollen lassen. Und dann muss ich diesen Part auch schon wieder beenden. Zack, zack, zack. So, den gleich mit aus dem Weg geräumt. Jetzt schnell noch lang geflitzt. Zack, zack, zack. Und kaputt. Geht doch. Ja, also, ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis denne.